Grüezi. Normalerweise empfange ich die Klientschaft hier bei mir im Büro. Im Moment ist das leider nicht möglich. Wir von den Sozialdiensten sind aber auch jetzt in dieser Zeit für Sie da. Kriens hat viele verschiedene Anlaufstellen. Aber es gibt immer wieder Leute, die zum Beispiel nicht kennen oder wo niemand zuständig ist. Dort füllen wir die Lücken. Das Anlassproblem ist meistens finanzielle Frage oder eine Schwierigkeit. Auch jetzt in der Corona-Zeit, wo viele Leute von der Kurzarbeit betroffen sind, kann das sein, dass das finanzielle Engpässe gibt. Ursprünglich wollte ich einen Beitrag machen zu Tipps und Tricks in Sachen Budgetgestaltung. Aber ich empfehle Ihnen eigentlich lieber die Seite budgetberatung.ch und Fachstelle für Schuldenberatung in Luzern, wenn Sie ein bisschen umstöbern im Internet. Ich möchte gerne Ihnen erzählen, wie bei uns eine Budgetberatung ablaufen kann, wenn Sie sich bei uns melden. Uns ist es wichtig, dass Sie wissen, dass Ihre Angaben vertraulich behandelt werden. Es sind die persönlichen Informationen, die Sie uns geben, und die bleiben da bei uns. Denn die Grundlage von einer Budgetberatung ist, wie es schon heisst, Budget. Das heisst, alle Einnahmen und alle Ausgaben werden detailliert aufgenommen. Aufgrund von dem können wir schauen, haben Sie Anspruch auf volle Prämienverbilligung, Sozialhilfe oder andere finanzielle Hilfen oder Leistungen. Wir schauen mit Ihnen das Budget genau an und schauen mit Ihnen, was die nächsten Schritte sein können, die Sinn machen oder das weitere Vorgehen sein kann. Neben der finanziellen Situation kann die Corona-Krise auch andere Lebensbereiche beeinträchtigen. Das heisst, als Paar oder Familie so eng zusammenleben auf kleinem Raum oder wenn man das eben nicht hat, das Alleinsein oder Konflikt mit den Nachbarn oder an der Arbeit. Bei all diesen Themen können Sie sich an uns wenden. Wir sind da für Sie und nehmen halt im Moment Anfragen per Telefon oder E-Mail entgegen. Wenn Sie unsicher sind oder Fragen haben, melden Sie sich wirklich ungeniert. Wenn wir nicht die passende Anlaufstelle sind, können wir Sie gut auch weiterweisen oder schauen, wo Sie die passendste Unterstützung bekommen. Vielleicht ist es auch nur eine Auslegeordnung, aber das findet man meistens erst raus, wenn man sich gemeldet hat. In dem Sinn wünsche ich Ihnen gutes Durchheben und alles Gute und bleiben Sie gesund.